Erwin Bachmann wurde am 5. Mai 1921 in Rheinhauen bei Göttingen geboren und erhielt zunächst eine Erziehung im Elternhaus, bis er dann 1927 zur Volksschule in Rheinhauen kam und ab dem 1. April 1935 als kaufmännischer Lehrling in der Tuchgroßhandlung Pingel und Bäcker in Göttingen angestellt wurde. Im Jahre 1938 bestand er die Handelsgehilfenprüfung mit Erfolg und arbeitete dann als kaufmännischer Angestellter in der gleichen Firma weiter. Erwin Bachmann trat 1939 als Freiwilliger in die SS-Standarte 2 Germania in Hamburg ein. Nach dem Polenfeldzug kommt er als MG-Schütze 1 und Gruppenführer zur 11. Kompanie des SS-Regiments Germania und Angehöriger der SS-Verfügungstruppe während des Westfeldzuges im Mai 1940 zum Einsatz. 1941, während des Unternehmens Barbarossa, verdient sich Bachmann das Eiserne Kreuz 2. Klasse. Von Januar bis Juni 1942 besuchte er die SS-Junkerschule Bad Tölz. Sein Bruder fällt im Kampf. Nach seinem Abschluss war er zunächst im SS-Ausbildungs- und Reservebataillon Germania tätig, das zu dieser Zeit in Arnheim in den Niederlanden stationiert war. Im Mai 1942 wurde er zum SS-Oberscharführer befördert. Im September 1942 meldet er sich freiwillig für den Fronteinsatz bei der SS-Division Viking bis Januar 1943. Für die neu formierte SS-Division Frunzberg wird der Adjutant der 2. Abteilung 10. SS-Panzerregiment im Rang eines Untersturmführers. Im Oktober 1943 erhielt er sein erstes Kommando als Zugführer der 3. Kompanie des 10. SS-Panzerregiments Frunzberg. Nach einer kurzen Ausbildung an den Sturmgeschützen wurde Bachmann Kompanieführer der 5. Kompanie, das aus Sturmgeschützen bestand. Die 10. SS-Panzerdivision wurde nach der Ausbildung und Aufstellung in Frankreich als Reserve verwendet. Im März 1944 wurde die Division zusammen mit ihrer Schwesterdivision, der 9. SS-Panzerdivision Hohenstaufen, nach Tarnopol in Galizien verlegt, um die dort im Kessel von Kamensk-Podolski eingeschlossene 1. Panzerarmee von außen durch einen Angriff auf die Kesselflanke bei ihrem Ausbruch nach Nordwesten zu unterstützen. Ein erfolgreicher Ausbruch gelang, bei dem die meisten der etwa 220.000 Soldaten deutsche Linien erreichten. Die Verluste betrugen ca. 5.900 Tote und Vermisste. Die Operation wurde als Wandernder Kessel von Kamensk-Podolski ein bekanntes Beispiel für eine strategische Bewegungsoperation. Nach der Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 wurde die 10. SS-Panzerdivision zur Abwehr in die Normandie verlegt. Bis zum 16. Juli 1944 vernichtete die 9. SS-Panzerdivision Hohenstaufen und die 10. SS-Panzerdivision Frunzberg 140 alliierte Panzer während der Kämpfe um Kahr. Nach schweren und verlustreichen Kämpfen bei Kahr, der Kesselschlacht von Falais und dem Ausbruch kämpften sich die Reste über die Seine zurück. Nach der Wiederauffrischung in den Niederlanden, des Sieges in Arnheim während der Operation Market Garden, folgten vom 22. November bis zum 6. Dezember 1944 Kämpfe an der Ruhrfront bei Linnich, nördlich von Aachen. Hiervon zeugen die folgenden Originalaufnahmen vom Divisionskommandeur Heinz Hamel. Eichenlaubträger SS-Brigadeführer Hamel, Kommandeur der SS-Division Frunzberg, der durch persönlichen Einsatz viel zur Stabilisierung der Front in seinem Abschnitt beitrug, fährt in seinem Schützenpanzerwagen zum vorgeschobenen Bataillonsgefechtsstand. Bomber greifen an. Raus aus dem Wagen, in Deckung. Die Sekunden des Wartens werden zur Ewigkeit. Zur Ablösung nach vorn gehen, geraten in den Jabo-Angriff. Immer das alte Lied, kurze Sprünge, Deckung, abwarten und wieder hoch bis zum nächsten Loch. Im November 1944 wurde Bachmann zum Obersturmführer befördert. Nach der Niederlage in der Ardennenoffensive war die 10. SS-Panzerdivision Frunzberg
im Januar 1945 Teil der Heeresgruppe G in der Nacht vom 16. und 17. Januar zusammen mit der 6. SS-Gebirgsdivision Nord an der Operation Nordwind beteiligt und bildete einen Brückenkopf in Hagenow für den folgenden Angriff. Am 17. Januar 1945 erfolgte ein schwerer Panzerangriff auf Herlesheim. Die zum Gegenangriff eingesetzte 3. Kompanie kam jedoch nicht vorwärts. Erst der Sturmbannführer Tetsch tritt mit seiner 1. Panzerabteilung des S-Panzerregiment 10 von Ottendorf nach Herlesheim zum Gegenangriff an. Panther der 3. Kompanie gerieten in schweres Abwehrfeuer durch feindliche Packs und Panzer. Ein paar Panther fielen durch Beschädigung aus und der Kompanieführer der 3. Kompanie wurde verwundet. Die Kompanie war nun führerlos. Sturmbannführer Tetschs Adjutant, Obersturmführer Erwin Bachmann, soll auf seinen Befehl den Kommandoposten verlassen und die führerlose 3. Kompanie führen. Erwin Bachmann berichtet vom Angriff. Ich fuhr im Beiwagen von Sauerweins Motorrad voraus. Am Eingang nach Herlesheim begegnete ich zwei Panther der 3. Kompanie, darunter Unterscharführer Mühlbrand. Ich erfuhr, dass amerikanische Panzer in der Stadt waren. Ich wollte deshalb erstmal auskundschaften. Ich befahl den zwei Panthern, mir Feuerschutz zu geben und mir zu folgen. Ich fuhr mit dem Motorrad zu einer Kreuzung auf der Hauptstraße, hielt an und wies die Panzer an, jeweils eine Straße zu sichern. Ich setzte mich vom Motorrad ab und lief die Straße rechts entlang, um weiter aufzuklären. Nach etwa 50 Metern erreichte ich eine Kurve. Kaum bin ich herum, eröffnete ein Sherman das Feuer von der Straße. Ich rannte zurück zum Motorrad, nahm eine Panzerfaust und erreichte ein Haus, von dessen Fenster aus ich die Hauptstraße sehen konnte. Ich entdeckte zwei Shermans auf der Straße. Ich schoss einen aus einer Entfernung von 30 Metern mit meiner Panzerfaust ab. Dann rannte ich zurück zu meinen Panthern und entschied mich für einen Angriffsplan. Ich befahl den beiden Panzerkommandanten, dass ein Panther weiter auf der rechten Seite fahren sollte, aus der Richtung, aus der ich einen Sherman ausgeschaltet hatte. Er bog dann in die Kurve ein und eröffnete das Feuer. Der andere Panther von Mühlbrand sollte mit mir auf die andere Straße links fahren, um die Amis in die Zange zu nehmen. Turm auf 3 Uhr drehen und sofort schießen, wenn die Kreuzung erreicht war und der Schütze ein gutes Schussfeld auf der Kreuzung hatte. Die beiden Panzerbesatzungen arbeiteten auf erstklassige Weise zusammen. Schnell wurde der erste Sherman ausgeschaltet. Die Panther arbeiteten sich gegenseitig deckend in die Ortschaft vor. Weitere US-Panzer wurden ausgeschaltet, bis plötzlich eine weiße Flagge erschien. Ich befahl, das Feuer einzustellen und ging vorwärts. Ein amerikanischer Offizier bot an, sich zu ergeben. Ich bat seine Männer, ihre Waffen vor mir abzulegen. Als 60 Amerikaner ihre Waffen abgelegt hatten, kamen 20 Deutsche hinzu, die sich in US-Kriegsgefangenschaft befanden. Ich fragte die Amerikaner, ob es sich bei seinen Männern um Besatzung von ausgeschalteten Panzern handelte. Der US-Offizier erklärte, dass es sich um Besatzung von Panzern handelt, die nicht ausgeschaltet worden sind, und zeigte auf ein Bauernhaus links auf der Straße, auf der 4 Shermans parkten, deren Waffen auf uns gerichtet waren. Er sagte, die anderen Panzer seien etwas weiter unten. Das war eine Überraschung für uns. Ich forderte schnelles Handeln. Ich ließ die amerikanischen Panzerfahrer vorwärts treten und befahl ihnen, die Shermans in unserer Begleitung nach Offendorf zu fahren. Ich fühlte mich besser, als die Panzerkolonne losfuhr. Ich riet der Pantherabteilung von Sturmbannführer Tetsch, sich den nähernden, erbeuteten Shermans zu nähern und forderte mehr Panzer an, nach Herlesheim zu kommen, um weitere 48 US-Soldaten gefangen zu nehmen. Wir haben insgesamt 12 Shermans erbeutet und 100 Gefangene gemacht. Die zwei Panther habe ich am Ortsrand von Herlesheim positioniert. Diese beiden Panther haben 8 Shermans an diesem Tag abgeschossen. Nachdem Verstärkung eingetroffen war, wurde ich zurück zum Kommandoposten der Abteilung in Offendorf befohlen, um einen Bericht bei Sturmbannführer Tetsch zu erstatten. Nachdem die amerikanische Besatzung in die Gefangenschaft abgeführt worden sind, fuhren SS-Panzersoldaten die fahrbereiten Shermans. Die zwei Pantherbesatzungen erhielten Eiserne Kreuze und ich das Ritterkreuz und gleichzeitig das Eiserne Kreuz 1. Klasse. Die erbeuteten Shermans bildeten bis zum Kriegsende die 13. Kompanie des S-Panzerregiments 10 Frundsberg. Im März 1945 war Bachmann Kompanieführer der 1. Kompanie des Regimentes beim Endkampf in Pommern.
wo die Kompanie durch Abschuss von 3 T-34 bei Christinenberg die Rückzugsstraße freihalten konnte. Weiterhin fielen der Kompanie bei Hökenberg 17 und bei Rosenberg 4 Feindpanzer zum Opfer. Im Mai 1945 geriet Bachmann in britische Gefangenschaft, kam in die Lager Göttingen, Westertimke und Sandbostel, wo er im Mai 1947 entlassen wurde. Erwin Bachmann verstarb am 18. Februar 2010 in Göttingen.